In dieser Sendung geht es um ungelöste Rätsel. Wann immer möglich, nahmen echte Familienmitglieder und Polizeibeamte daran teil, die Vorfälle nachzustellen. Was Sie gleich sehen, ist keine Nachrichtensendung. Oh. 24. November 1971, 20.12 Uhr. In knapp 3 Kilometern Höhe über dem US-Staat Washington öffnete ein Mann die Hecktür eines Verkehrsflugzeuges. Von Windböen mit über 300 Kilometern pro Stunde getroffen, stand er kurz auf der hinteren Treppe. Dann sprang der Mann, der als D.B. Cooper bekannt war, in den Luftraum und in das Ungewisse. Der letzte Flug und das mysteriöse Verschwinden des D.B. Cooper ist einer der verworrensten Fälle dieses Jahrhunderts. Viele, darunter das FBI, glauben, dass er starb, als er aus 3 Kilometern Höhe aus der 727 sprang. Andere widersprechen. Sie glauben, er hätte es geschafft. Heute stellen wir den letzten Flug von D.B. Cooper nach und werden 2 weitere Fälle untersuchen. In dem einen ist eine 8 Millionen Dollar teure Sportsammlung verschwunden. Unter den Schätzen befand sich ein Anzug von Babe Ruth. In dem anderen liegen 2 Teenager bewegungslos auf den Gleisen eines anrauschenden Zuges. Ihre Eltern glauben, dass sie ermordet worden sind. Begleiten Sie mich. Vielleicht können Sie dabei helfen, eines der Rätsel zu lösen. Für die einen ist D.B. Cooper das flugzeugentführende Genie, das hinter einem Verbrechen steckt und sowohl den Elementen trotzte als auch den Behörden. Für die meisten von uns ist er nichts weiter als ein gewöhnlicher Krimineller, der für 200.000 Dollar das Leben von 42 Unschuldigen riskierte. Wie dem auch sei, niemand weiß, ob D.B. Cooper tot oder lebendig ist. Thanksgiving 1971. Um 14 Uhr betrat D.B. Cooper den Flughafen von Portland. Er war ein typischer Geschäftsmann. Anzug, Krawatte, ein Regenmantel, trug einen Aktenkoffer. Nichts Besonderes an ihm, außer vielleicht die Tatsache, dass alles in Schwarz war. Schwarzer Regenmantel, schwarze Schuhe. Er erschien am Schalter, kaufte sein Ticket und gab nur Cooper als Namen an. So nebenbei, ist das eine 727? Ja, genau. Das macht dann 20 Dollar. Die 727 ist wegen dieses Falls berühmt geworden. Denn sie ist das einzige Passagierflugzeug, aus dessen Kabine ein Fallschirmsprung durchgeführt werden kann. Flug 305, Direktflug nach Seattle, ist nun zum Einsteigen bereit. Cooper kaufte nur ein Hinflugticket. Sein einziges Gepäck war ein Aktenkoffer. Danke, haben Sie einen guten Flug. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen an Bord des Fluges 305, einem 727 Direktflug von Portland nach Seattle, Washington. Er ging als letzter an Bord und nahm Platz, während die 727 zur Startbahn rollte. Florence Schaffner war die erste aus der Besatzung, die mit Cooper sprach. Sie müssen das bitte unter dem Vordersitz verstauen. Er gab mir einen Zettel und sah mich dabei an. Ich habe ihn zuerst ignoriert. Und er sagte: Ich möchte, dass Sie diese Notiz lesen. Darauf war gedruckt: Miss, ich habe eine Bombe in meinem Koffer. Ich möchte, dass Sie sich neben mich setzen. Das ist kein Witz. Hier ist eine Bombe drin. Ich sah eine große Batterie und 6 Dynamitstangen, die damit verbunden waren. Und er sagte zu mir: Alles, was ich tun muss, ist, diesen Draht hier anzuschließen. Und wir werden alle sterben. Sie hat die Bombe gesehen, also ist das die Wahrheit. Florence ging zum Cockpit und informierte die Besatzung über Cooper und seine Drohung. Können Sie damit umgehen? Tina, er sitzt da ganz hinten. Er ist ganz in Schwarz gekleidet. Wir hatten wirklich Todesangst, jeder von uns. Ich dachte ans Sterben. Ich dachte auch daran, meine Eltern, meine Brüder und meine Schwestern nie wiederzusehen. Scotty, rufen wir die Zentrale? Ja, los, funk es durch. Die Besatzung benachrichtigte sogleich die Luftraumüberwachung von der Entführung. 305, wir sind entführt worden. Die riefen das FBI hinzu.
Okay, ich habe dem Captain Ihre Forderung mitgeteilt. Sagten Sie ihm 200.000 Dollar in bar, kleine Scheine? Ja, ich habe es ihm gesagt. 4 Fallschirme? Er forderte 200.000 Dollar in bar in einem Rucksack und 4 Fallschirme. Beschrieb die Fallschirme als 2 Frontpack-Fallschirme und 2 mit Rucksäcken. Und er ordnete an, dass das Flugzeug so lange in der Luft bleiben sollte, bis das Geld und die Fallschirme in Seattle bereitliegen würden. Er forderte zudem, die anderen Passagiere nicht zu informieren, dass das Flugzeug entführt worden ist. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Die Besatzung ging so vor, als ob nichts Ungewöhnliches passiert wäre. Getränke wurden serviert. Cooper bestellte 2 Bourbon mit Wasser. Das FBI fragte die Fluglinie, wie sie die Entführung behandeln würden. War sie bereit, das Lösegeld zu zahlen? Dies ist eine Option, die das Opfer einer Erpressung eher hat als die Strafverfolgung. Und sie antworteten sofort, das Lösegeld zahlen zu wollen. Also half das FBI in Seattle dabei, das Geld zu beschaffen. Jeder Schein wurde fotografiert und die Seriennummern notiert. Cooper bestand auch darauf, das Flugzeug sofort nach der Landung in Seattle zu betanken. Die Passagiere würden nicht freigelassen, bevor nicht alle seine Forderungen erfüllt sind. Flug 305, Seattle-Tacoma, sind soeben informiert worden. Geld und Fallschirme sind bereit. Der Entführer befahl die Landung, wollte aber auf dem Rollfeld bleiben, anstatt das Terminal anzusteuern. Okay, klar zur Landung. Fahrwerk prüfen. Um 17.43 Uhr landete Flug 305 in Seattle. Das Flugzeug rollte an eine entlegene Stelle des Rollfeldes und parkte dort. Geld und Fallschirme wurden von einem FBI-Agenten zum Flugzeug gebracht. Ein Flugzeugbegleiter brachte alles an Bord. Es waren 10.000 $20-Scheine mit 100 Scheinen in einem Stapel. Jeder Stapel mit einem Gummi gebunden. Das Geld alleine wog fast 10 Kilo. Vier Fallschirme wurden geliefert. Aber die Behörden und der Entführer wussten nicht, dass einer der Fallschirme defekt war. Er hätte sich niemals geöffnet. In Ordnung, das sind 2. Wo sind die anderen 2? Die sind noch da hinten. Bringen Sie die her. Sowohl die Besatzung als auch das FBI waren besorgt, Cooper würde die Fallschirme dafür nutzen, Geiseln mit sich zu nehmen. Aber die Passagiere hatten keine Ahnung, was um sie herum geschah. Sie waren zwar durch die Verspätung genervt, blieben aber ruhig und ahnten nichts vom Drama um sie herum. Während die Maschine am Boden in Seattle war, standen FBI-Agenten mit Scharfschützengewehren bereit, um in einer Notfallsituation eingreifen zu können. Er war sehr, sehr angespannt, sehr misstrauisch. Er befahl uns, die Gardinen zuzuziehen. Jede einzelne, also machten wir das. Tina und ich. Es gab wohl Probleme, das Flugzeug zu betanken. Wir dachten, sie würden es absichtlich verzögern. Wir sagten, wir möchten keine weiteren Verzögerungen. Zu diesem Zeitpunkt erschien der Entführer aufgeregt. Wir sagten also, wenn sie uns durch solche Taktiken aufhalten wollten, sollten sie es lassen und mit dem Betanken beginnen, was sie schließlich auch taten. Letztendlich wurde den Passagieren erlaubt, das Flugzeug zu verlassen. Cooper verlangte, dass die Piloten und ein Flugbegleiter an Bord blieben. Der Co-Pilot sagte zu mir, du verschwindest jetzt lieber. Sofort. Also bin ich ohne Tina weg. Cooper bestand darauf, dass sie bleibt. Ihm kam das alles verdächtig vor. Bitte gehen Sie dort entlang. Die Passagiere wurden von FBI-Agenten empfangen und erst da wurde ihnen bewusst, dass ihr Leben in Gefahr war. Bei der Befragung konnte sich niemand an den Mann mit dem Aktenkoffer erinnern. Hören Sie gut zu, Captain. Cooper befahl dem Kapitän, von Seattle nach Mexiko-Stadt zu fliegen. In einer Höhe von 3 Kilometern und einer Geschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde. Unter diesen Bedingungen hätte die 727 auf dem Weg noch einmal tanken müssen. Cooper war damit einverstanden, in Reno, Nevada zu landen, um zu tanken. Dann hatte er einen ungewöhnlichen Vorschlag. Und ich möchte, dass Sie die hintere Treppe herunterlassen. Wir erbitten Erlaubnis. Der Pilot erklärte, er könnte nicht mit der heruntergelassenen Treppe starten.
Sie argumentierten hin und her, bis der Pilot schließlich sagte, er könne das Flugzeug so nicht fliegen und würde es auch gar nicht erst versuchen. Also willigte der Entführer ein. Die Tür blieb geschlossen. Um 19.37 Uhr hob Flug Nummer 305 ab. Der Kontrollturm in Seattle informierte alle Flugzeuge, der Gegend fernzubleiben. So hatte Flug 305 den Himmel für sich alleine. Das Wetter verschlechterte sich zunehmend. Eine Sturmfront befand sich direkt auf der Flugroute. Ich möchte, dass Sie nach vorne gehen. Er befahl ihr, zum Cockpit zu gehen und den Vorhang zwischen erster und zweiter Klasse zu schließen. Als sie sich umdrehte, um die Vorhänge zuzuziehen, sah sie, wie er etwas mit einer Art Seil an seiner Hüfte befestigte. Später im Cockpit kündigte eine Lampe an, dass der Entführer dabei war, die Tür zu öffnen. Um 20.12 Uhr berichtete uns der Pilot, sie hätten einen plötzlichen Druckabfall, der ohrenbetäubend war. Irgendwo über den Wäldern im Süden des Staates Washington ist Cooper herausgesprungen. Er wurde nie wieder gesehen. Seit der DB Cooper-Entführung sind alle 727 so modifiziert worden, dass die hintere Tür während des Fluges nicht mehr geöffnet werden kann. Bleiben Sie dran, wir enthüllen gleich einen neuen Hinweis hinsichtlich der Identität von DB Cooper. Niemand kann sicher sagen, ob DB Cooper seinen Sprung aus 3 Kilometern Höhe überlebt hat. Im Flugzeug hinterließ er keine identifizierbaren Fingerabdrücke, keine persönlichen Gegenstände, keinen Hinweis auf seine Identität. DB Cooper schien wie vom Erdboden verschwunden. Nach der Landung in Reno wurde jeder einzelne Zentimeter der 727 nach Hinweisen zu DB Coopers wahrer Identität abgesucht. Die Flugbegleiter, die Cooper von nahem gesehen hatten, halfen bei der Erstellung eines Phantombildes. Flug 305 flog entlang dieser Route nach Reno. Die Besatzung gab an, Cooper müsse nahe des südlichsten Zipfels von Washington abgesprungen sein. Deshalb wurde Cooper in dieser Gegend vermutet, zwischen Lake Mervyn im Norden und ca. 20 Meilen nördlich von Portland, Oregon. Wo auch immer Cooper gelandet ist, Frank Heil war davon überzeugt, er hätte überleben können. Nehmen wir an, er ist im Wasser gelandet. Man muss schon wissen, wie man mit einem Fallschirm umgeht. Man kann ihn für den Auftrieb nutzen. Seine Lebenserwartung war nicht sehr hoch im Wasser. Es war kalt und wenn man die Jahreszeit betrachtet, hatte er wohl nur wenige Minuten, um an Land zu kommen. Aber ich denke, er hätte es schaffen können. Ein großes weißes Objekt wurde im Lake Mervyn treibend gesichtet. Taucher suchten in den Tiefen danach, konnten aber nichts finden. Ich vermute, er hatte sich verletzt. Egal, wo er gelandet ist. Er hatte nämlich kein Wasser dabei, hatte nichts mitgenommen. Und er hätte Wasser dabei haben müssen, um zu überleben. Also nehme ich an, er befand sich in einem Bach, wo er verstarb. Viele denken, Cooper hätte nur mit einem Anzug bekleidet, dieses raue Gelände nicht überleben können. Wir wissen nicht, was er unter diesem Anzug getragen hat. Es hätte lange Unterwäsche sein können. Die hätte er sicherlich gebraucht. Und was er in den Taschen hatte, könnte am wichtigsten gewesen sein. Denn das wären seine Überlebenswerkzeuge gewesen. Hätte er ein Messer gehabt, ein Feuerzeug und warme Kleidung an seinem Körper, hätte er dort länger überleben können. Es wäre möglich. Ich denke, er hat den Fallschirm vergraben. Wahrscheinlich auch den Koffer. Den ist er losgeworden. Ich denke, das Geld steckte er sich in den Mantel, um in eine größere Stadt zu gelangen. Und dann hat er sich versteckt. Die Suche nach DB Cooper ging weiter. Aber es wurden keine neuen Spuren gefunden. 7 Jahre vergingen. Im November 1978 fand ein Jäger in den dichten Wäldern von Washington ein Plastikschild von einer 727. Es war von der unteren Treppe des Fluges 305 abgerissen worden. 15 Monate später wurde eine noch viel dramatischere Entdeckung gemacht. Am 10. Februar 1980 wollte eine Familie am Ufer des Columbia River gerade grillen. 200 Kilometer südlich von Seattle und 20 Kilometer südwestlich des vermuteten Absprungortes von Cooper.
Sie wollten eine Feuerstelle ausheben, da fanden sie etwas. Die Geldscheine im Werte von 5.880 Dollar waren vom Wasser stark beschädigt worden. Es wurden 294 Geldscheine gefunden und alle Seriennummern befinden sich auf der Liste. Also konnte dieses Geld einwandfrei als Teil des Lösegeldes identifiziert werden. Hätten Sie 200.000 Dollar gefunden, hätte ich gesagt, es ist vorbei. Er ist irgendwo da draußen. Er ist tot. Aber Sie haben die 200.000 Dollar nicht gefunden. Wo ist der Rest des Geldes? Das möchte ich gern wissen. Er hat sein Leben bei der Entführung des Flugzeugs riskiert. Er kam nicht dazu, das Geld auszugeben. Ich weiß nicht, ob er sein Leben verloren hat, aber ich gehe davon aus. Nichts von dem Geld, nicht ein Schein, ist jemals wieder in Umlauf gelangt. Könnte D.B. Cooper ein weiteres Mal zugeschlagen haben? Nur 5 Monate nach Coopers Flug im April 1972 erbeutete ein weiterer Entführer 500.000 Dollar von einer anderen Fluggesellschaft. Das Verbrechen ähnelte in bemerkenswerter Weise der Cooper-Entführung. Richard McCoy war Fallschirmspringer bei den Green Berets. Er wurde wegen Luftpiraterie zu 45 Jahren Haft verurteilt. Entfloh jedoch, wurde wieder gestellt und starb bei einem Schusswechsel mit dem FBI. Wegen der Ähnlichkeit ihrer Bilder sind einige davon überzeugt, D.B. Cooper und Richard McCoy wären ein und dieselbe Person. Florence Schaffner hingegen glaubt, das Phantombild von Cooper wäre ungenau. Das Bild hat ihm nie ähnlich gesehen. Das Haar sieht nicht wie seins aus. Es war eine völlig andere Person. Okay, ich habe dem Augenlid etwas hinzugefügt. Auf Bitten von Unsolved Mysteries arbeitete Florence mit Malin Coleman zusammen, einem forensischen Zeichner aus L.A. Zusammen erstellten sie ein neues Porträt von D.B. Cooper. Breite Stirn. Ich habe es noch genau im Kopf. Okay, schmaleres Gesicht. Ich erinnere mich an alles. Die Farbe seiner Augen, die Farbe seiner Brauen und seine Gesichtszüge. Was halten Sie davon? Ja, das ist er. Das FBI hat die Ermittlungen im Fall D.B. Cooper offiziell eingestellt. Letzten Mai untersuchten wir den Fall von Diane Brodbeck, einer Hausfrau aus Pennsylvania und Mutter zweier Kinder. Ihre Wohltätigkeitsarbeit führte sie zu einer Brieffreundschaft mit dem verurteilten Mörder John Yount. Yount, ein ehemaliger Mathematiklehrer, wurde 1966 wegen des brutalen Mordes an einem Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt. Brodbeck und Younts Freundschaft wuchs zu einer Romanze. Am 5. April 1986 flüchtete John Yount aus dem Gefängnis und am selben Tag verschwand Diane Brodbeck. Ich kenne meine Tochter. Sie würde einem verurteilten Mörder nicht absichtlich aus dem Gefängnis helfen. Ja, ich denke, meine Frau hat wahrscheinlich John Yount aus dem Gefängnis befreit, unter Druck stehend. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Update. John Yount und Diane Brodbeck sind festgenommen worden. Zwei unserer Zuschauer aus Boise, Idaho, erkannten Brodbeck als ehemalige Mitarbeiterin Cassie Kerman. Als sie das Bild zeigten, war es ganz klar Cathys Gesicht. Und als sie dann sagten, sie wäre eine Bankangestellte aus Massachusetts und John arbeite mit Computern, das hat sie verraten. Die Humphreys riefen das FBI an. Nachdem sie einen Monat lang observiert worden waren, wurde das flüchtige Paar zu Hause festgenommen. John Yount kam zurück ins Gefängnis, um die fehlende Zeit seiner lebenslangen Haftstrafe abzusitzen. Diane Brodbeck verbüßte 2 Jahre Gefängnis wegen Beihilfe zu Younts Flucht. Im frühen Morgengrauen am 23. August 87 befand sich ein 6.000 Tonnen schwerer Güterzug mit 75 Waggons auf dem gewöhnlichen nächtlichen Weg durch Little Rock, Arkansas. Der fast 2 Kilometer lange Zug fuhr ca. 80 Kilometer pro Stunde. Bis jetzt verlief alles reibungslos, bis sich Stephen Schreuer mit seinem Zug dem kleinen Ort Bryant näherte. Da ist was auf den Gleisen da vorne, siehst du das? Plötzlich sah er etwas auf den Gleisen. Er konnte es nicht erkennen. Als sein Zug näher kam, konnte er sehen, dass 2 Jungs bewegungslos auf den Schienen lagen.
Es dauerte, um mit dem Zug eine Notbremsung durchzuführen und das Notsignal auszulösen. Ungefähr 3 bis 5 Sekunden bis zum Aufprall. Und das hört sich nicht nach sehr viel Zeit an, aber wenn es sich um ein paar Kinder handelt, ist es ehrlich gesagt eine Ewigkeit. Trotz der verzweifelten Notbremsung des Maschinisten kam der Zug bedingt durch sein Eigengewicht erst nach ca. 800 Metern zum Stehen. Die Körper der Jungen wurden schrecklich verstümmelt. Die beiden Jungs wurden identifiziert als der 16-jährige Don Henry und der 17-jährige Kevin Ives, beste Freunde und beliebte Schüler der Bryant High School. Es ist ungewöhnlich, dass Kevin und Don so regungslos auf den Gleisen lagen, während ein riesiger Frachtzug mit lautem Notsignal auf sie zurast. Laut staatlichem Gerichtsmediziner standen die Jungen unter Einfluss von Marihuana und er erklärte die Tode als Unfalltod. Don und Kevins Eltern konnten das nicht akzeptieren. Sie gingen auf einen Kreuzzug, um herauszufinden, was wirklich geschah, um auch den Ruf ihrer Söhne zu retten. Ich konnte nicht glauben, dass Kevin durch Marihuana bewusstlos wurde oder von irgendeiner anderen harten Droge, weil ich ständig zu Hause war, wenn Kevin aus der Schule kam. Und nachts war Linda da. Wir haben ihn nie weggetreten gesehen oder wie auch immer man das nennt. Ich habe nie auch nur Anzeichen gesehen, dass er harte Drogen nehmen würde oder überhaupt Medikamente. Kevin und Don waren typische Teenager. Sie liebten es, an ihren Autos zu schrauben und sie liebten es, auf Jagd zu gehen. Don war ein begnadeter Komiker und Kevin sein dankbarer Zuschauer. An den meisten Wochenenden gingen sie auf Doppeldates, jedoch am Abend des 22. August 87 trafen sich Kevin und Don mit einer Gruppe Freunde außerhalb von Little Rock, an einem populären Treffpunkt der Teenager. Die beiden Jungen fuhren gegen Mitternacht zurück zu Don nach Hause. Kevin wartete auf der Veranda, während Don reinging, um mit seinem Vater zu reden. Er kam so gegen 0.15 Uhr in das Schlafzimmer, um mir zu sagen, wo er hin wollte. Ich bat ihn, vorsichtig zu sein, und er nahm eine Taschenlampe mit und sein Gewehr mit dem 22er Kaliber. Wir unterhielten uns ca. 15 Minuten, bevor er ging. Bist du bereit? Los geht's. In Ordnung. Die beiden Jungen machten sich auf dem Weg zum Spotlighting, einer in Arkansas illegalen Form der Nachtjagd. Einer der beiden würde die Augen des Tieres mit der Taschenlampe blenden, um es zu lähmen, während der andere schießen würde. Spotlighting war eine ziemlich verbreitete Aktivität unter den einheimischen Jungen. Bis jetzt hatten es Kevin und Don geschafft, nicht erwischt zu werden. In der Nacht besuchten die Jungen ihr übliches Jagdrevier neben den Schienen, die hinter Dons Haus verliefen. Ich habe mir nie wirklich Sorgen gemacht, wenn er in den Wäldern auf der Jagd war, weil ich nicht wusste, dass man auf der Jagd Ärger bekommen könnte. Es war gegen 1 Uhr morgens. 3 Stunden später raste die Lokomotive von Stephen Schroyer auf Bryant Hill zu. Als wir so 6 Masten entfernt waren, schrie der Lokführer: Verdammte Scheiße! Ich habe sofort erkannt, was er meinte. Da liegen 2 Leute! Sie lagen unnatürlich da, wie im Leichenschauhaus. Die Jungen lagen genau parallel auf den Gleisen, ihre Arme gerade am Körper. Sie waren zum Teil verdeckt von einer hellgrünen Plane. Parallel zu den beiden lag Dons Kleinkalibergewehr. Keiner der Jungen bewegte sich. Ich drückte wie wild auf das Signalhorn. Es gab keine Reaktion, nicht einmal ein Zucken. Und dann sind wir über sie rübergefahren. Was hat die beiden Jungen dazu veranlasst, nebeneinander auf den Gleisen zu liegen? Der staatliche Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass sie ungefähr 20 Marihuana-Zigaretten geraucht haben müssen.
Er stellte fest, dass sich Kevin und Don in einem durch die Droge ausgelösten Tiefschlaf befanden und den herannahenden Zug nicht gehört hatten. Er erklärte die Tode zum Unfalltod. Don und Kevins Eltern konnten das Urteil des Gerichtsmediziners nicht akzeptieren. Wenn sie so stoned gewesen waren, warum lagen beide dann identisch da? Das war meine sofortige Reaktion auf sein Urteil. Wir überprüften den Zug. Der hat 98 Dezibel, so wie ein Presslufthammer oder ein laufender Luftkompressor. Ich denke nicht, dass jemand während so eines Lärms schlafen kann. Und noch was. Das Gewehr meines Sohns lag im Schienenbett. Ich kenne meinen Sohn zu gut. Er hätte es nicht auf die Steine gelegt. Er hätte vermeiden wollen, dass das Holz Kratzer bekommt. Wir engagierten einen Privatdetektiv, um herauszufinden, was passiert war. Jedes Mal, wenn er dabei war, etwas herauszufinden, schien es von den verschiedenen Behörden Widerstand zu geben. Und wir kamen nicht mehr weiter. 5 Monate, nachdem ihre Söhne getötet worden sind, gaben Don und Kevins Eltern eine Pressekonferenz. Sie erhofften sich damit, dass die Behörden ihre Ermittlungen wieder aufnehmen würden. Würden Sie Ihren Sohn aufgeben und jeden in dem Glauben lassen, er hätte sich im Rausch da einfach hingelegt? Nein, ich denke nicht, dass jemand seine Kinder aufgeben würde. Es sei denn, es wäre die bewiesene Wahrheit. Dann müsste man es akzeptieren. Zu diesem Zeitpunkt wurde aber noch nichts bewiesen. Einen Tag nach der Pressekonferenz wurde der Fall wieder offiziell aufgenommen. Der neu gewählte Staatsanwalt Richard Garrett ließ die Leichen für eine zweite Autopsie exhumieren. Ein bekannter Experte kam zu dem Schluss, dass die Jungen nicht 20, sondern zwischen 1 und 3 Marihuana-Zigaretten geraucht hatten. Er fand auch Hinweise darauf, dass ein Junge bereits tot und einer bewusstlos war, als der Zug sie erfasste. Im Juli 88 hoben die Geschworenen das ursprüngliche Ergebnis der medizinischen Experten zum Unfalltod auf und stellten offiziell den Tod der beiden Jungen als wahrscheinliche Morde fest. Staatsanwalt Garrett fokussierte sich dann auf die grüne Plane. Keiner der Jungs besaß so eine Plane. Wer hat sie damit abgedeckt und warum? Alle 4 Personen an Bord des Zuges, die die Szene kurz vor dem Unfall beobachtet hatten, erklärten, die Jungen waren teilweise mit einer grünen Plane bedeckt gewesen. Polizisten, die den Unfallort absuchten, bestritten später, dass Maschinist Troyer ihnen etwas von der Plane erzählt hätte. Sie haben sogar die Existenz der Plane in Frage gestellt. Das ist, als ob man die Existenz der Jungen auf den Schienen in Frage stellen würde. Sie waren mit einer Plane bedeckt. Was wahr ist wahr. Und was nicht, ist es nicht. Die Plane war da, so wie die Jungen da waren. Ich kann verstehen, wenn 2 Personen sich auf die Schienen legen. Ich kann verstehen, wenn 2 Personen sich hinlegen und mit einer Plane bedecken. Woher kam diese Plane? Ich bin überzeugt, dass sie existierte, obwohl sie nie gefunden wurde. Die weiteren Ermittlungen brachten einen vielversprechenden Hinweis. Eine Woche bevor die Jungen getötet worden sind, wurde ein Mann in Tarnfarben gekleidet in der Gegend gesehen. Sein Verhalten war verdächtig. Als der Polizist Danny Allen anhielt, um ihn zu befragen, eröffnete der Mann das Feuer. Ich erhob mich vom Sitz. Der Verdächtige war weg. Und 5 Minuten später kam Verstärkung aus Saline County. Wir durchsuchten die Gegend, fanden den Verdächtigen jedoch nicht mehr. In der Nacht, als Kevin und Don starben, haben Zeugen erneut einen Mann in Tarnfarben beobachtet. Dieses Mal beim Verlassen der Stadt. Er fuhr einen Weg entlang, der keine 200 Meter von dem Ort entfernt war, an dem die beiden Jungen überfahren wurden. Die Polizei war nicht in der Lage, ihn zu finden. 6 Wochen, nachdem die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden, hatte Richard Garrett einen seltsam ähnlichen Fall. In Hodgen, Oklahoma, nur 300 Kilometer westlich von Little Rock, sind 1984 2 junge Männer, die nebeneinander lagen, von einer Lokomotive erfasst worden. Sie lagen bewegungslos nebeneinander, fast in der gleichen Position wie Kevin und Don. Jemand hat diesen Jungen das Leben genommen. Sie haben den einen Jungen enthauptet und dachten sich wohl, sie müssten dem anderen auch etwas antun. Und dann, um ihre Spuren zu verwischen, legte man die Jungen auf die Gleise und bedeckte sie mit einer Plane. Ich weiß nicht, warum sie es getan haben, aber genau das möchte ich herausfinden. Ich habe in meinem ganzen Leben nie eine Waffe getragen. Aber seit wir mit den Ermittlungen begonnen hatten, trage ich eine Waffe.
denn ich fühle mich, als ob mein Leben in Gefahr geraten könnte. Was auch immer nötig ist, und egal, wie lange das dauert, solange es etwas zu untersuchen gibt, machen wir weiter. Hunderte Male war ich da draußen, Tag und Nacht. Ich versuchte mir vorzustellen, was passiert war. Ich war nachts da draußen, um zu sehen, aus welcher Entfernung sie den Zug hätten sehen oder hören können und wie laut der Zug war. Ich denke, sie sind auf etwas gestoßen, das sie nicht sehen sollten. Sie waren am falschen Ort zur falschen Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass sie ermordet und dann dorthin gebracht wurden. Don Henrys Hemd wurde von einem erfahrenen Pathologen untersucht. Risse im Stoff deuten darauf hin, dass Don erstochen worden war, bevor der Zug ihn überrollt hatte. Angesichts dieser Beweislage änderten die Geschworenen ihre Entscheidung von wahrscheinlichem Mord zu definitivem Mord. Als nächstes eine kuriose Randnotiz zu Babe Ruth. Seine Uniform, die lange Zeit als Sportschatz ausgestellt war, wurde zusammen mit anderen Sportsammlerstücken im Wert von 8 Millionen Dollar gestohlen. Im 1927 schlug der legendäre Babe Ruth 60 Home Runs. Ein Rekord, der sich über 30 Jahre hielt. Heute wird sein Ring von der Weltmeisterschaft 1927 auf $50.000 geschätzt. Er ist verschwunden. 1956 erzielte Mickey Mantle die meisten Home Runs und er hatte den besten Schlagdurchschnitt aller Spieler im Spiel. Heute hat Mantles Uniform von der Weltmeisterschaft 56 einen Wert von $15.000. Sie ist verschwunden. Pete Rose, der Junge aus Cincinnati, hatte mehr Schläge als jeder andere Spieler in der Geschichte des Spiels. Roses silberner Schläger hat einen Wert von $30.000. Auch er ist verschwunden. Auf Messen im ganzen Land haben Millionen von Sammlern Baseball-Erinnerungsstücke zu einem Millionengeschäft gemacht. Einer der leidenschaftlichsten dieser Sammler war Dennis Walker. Er sammelte Sporterinnerungsstücke im Werte von fast $10 Millionen. Heute gilt diese unersetzliche Sammlung als vermisst. Unter den Gegenständen in Dennis Walkers Sammlung befand sich der Ring von Babe Ruth, Mickey Mantles Uniform, Pete Roses silberner Schläger und hunderte weitere Sportschätze. Die Nummer 3 in den klassischen Streifen der New York Yankees. Leider ist diese Uniform nur eine Requisite. Die echte Uniform von Babe Ruth fehlt, ebenso wie der größte Teil der Walker-Sammlung. Amerikas Nationalsport wurde um einen großen Teil seiner Geschichte beraubt. Und jemand, der heute zusieht, könnte eventuell von Hilfe sein. Im Juni 80 kündigte er seinen Job als Lehrer der Politikwissenschaften in einem kleinen College in Oregon und gründete eine Investmentfirma in seiner Heimatstadt Medford. Er hatte grandiose Investitionspläne und eröffnete seine eigene Bank auf der südpazifischen Insel Tonga. Walker bot eine erstaunliche Rendite von 25% an und zahlte frühe Investoren pünktlich aus. Über 140 Personen gaben Walker mehr als $7 Millionen zum Investieren. Alles, was er anfasste, wurde zu Gold. Und als sich die Nachricht verbreitete, ich gebe jemandem $10.000 und er gibt mir später $12.500 zurück, klang das nach einer tollen Investition. Nur gab derjenige mir nicht gleich die $12.500, sondern zuerst einmal ein Papier, auf dem stand, er würde mir bis zum nächsten Jahr $12.500 schulden. Dennis, ich habe hier einiges für dich zum Unterschreiben. Dennis Walkers neuer Angestellte investierte auch in ihn. Er schien ein kluger Geschäftsmann zu sein. Sehr intelligent und sehr fair. Ich war eine der Investorinnen. Ich hatte einen beachtlichen Betrag investiert. Wir haben Dennis alle vertraut. Ich glaube, dass jeder seiner Angestellten sein Geld bei ihm investiert hatte.
Walker war schon immer ein großer Baseball-Fan. Mit dem neu angesammelten Investorengeld kaufte er rare und teure Sportsammlerstücke. Ich bin nur reingekommen, um zu sehen, ob du mir was Neues zu zeigen hast. Oh ja, ich hab da was. Es war, als ob er eine Kindheitsfantasie auslebte. Das Erste, was Walker tat, war, viel Geld für Sporterinnerungsstücke auszugeben. $995? Ja. Was ist mit der Willie Mays? Ich hab sicher eine schöne. Sie haben ein paar schöne Karten. Walker hatte eine Leidenschaft für Sporterinnerungsstücke und schwelgte in ihnen mit dem Geld seiner Investoren. Bis zu einem gewissen Grad empfand ich das als beruhigend, da wir Sammlerstücke im Wert von 5 bis 20 Millionen Dollar hatten. Das ist natürlich eine große Menge an Vermögenswerten. Die Investoren hatten also keinen Grund, sich zu sorgen. Walker stieg bald von $1,000-Baseballkarten zu den wirklich großen Sammlerstücken auf. Er baute eine der wertvollsten Sammlungen des Landes auf. Major League Batting Champion 1981, 370er Durchschnitt. Es wäre ein absolutes Schnäppchen, wenn ich Ihnen das gesamte Paket für $12,000 verkaufen würde. $12,000. Das ist richtig. Walker mietete ein leeres Bankgebäude in Medford, Oregon und eröffnete seine eigene Sportruhmeshalle. Pete Rose war Walkers Ehrengast bei der Eröffnung seiner Ruhmeshalle. Walker hatte viele Gegenstände seiner Sammlung direkt von Rose persönlich gekauft. Er stellte sie aufwendig in seiner umfangreichen Sammlung aus, die 9 Jahrzehnte Sportgeschichte umfasste. Einige der wertvollsten Gegenstände waren ein makelloses, angeschnittenes Set Baseballkarten aus dem Jahre 33 im Wert von $10,000. 2 Honus Wagner Baseballkarten aus dem Jahre 1910 im Wert von unglaublichen $70,000. Der diamantbesetzte Ring, den Pete Rose 1984 verliehen bekommen hatte, als er in dem Jahr 4000 Hits erreichte, im Wert von $30,000. Und zuletzt eine New York Yankees-Uniform, die der große Babe Ruth getragen hatte. 1986 erhielt die Polizei von Medford einen Durchsuchungsbefehl für das Büro von Walker. Die Beamten des Staates Oregon hatten ihn über ein Jahr lang observiert und Anklage wegen Betruges und Erpressung gegen ihn erhoben. Die Suche brachte genügend Beweise, um Walker für den illegalen Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren zu verurteilen. Als das erledigt war, rannten wir gegen eine Wand, was die Kooperation mit den Leuten anging, die ihr Geld investiert hatten. Es war keiner der Fälle, bei dem die Investoren kein Geld bekommen haben. Es hatte auch keiner Klage beim Staat Oregon eingereicht. Alle bekamen zu diesem Zeitpunkt den Zinssatz, der ihnen zustand. Walker reichte sofort Gegenklage ein. Er behauptete, er wäre unschuldig. Er bekam eine Reihe von Vorladungen vom Staat, aber er versäumte es ständig, vor Gericht zu erscheinen. In der Annahme, der Stadt Oregon würde bald sein Vermögen beschlagnahmen, beauftragte er seinen Angestellten Sandy Sanders, seine wertvolle Sportsammlung einzupacken. Ich war dafür da, die Sachen da rauszuholen, zu verkaufen und das Geld den Investoren zu geben, damit nichts davon in die gierigen Hände des Staates gelangte. Im April 86 entschloss sich Walker allerdings, Oregon zu verlassen, und er nahm seine gesamte Sportsammlung mit sich. Das meiste aus Walkers Sammlung wurde nie wieder gesehen. Sechzehn Monate später wurde ein Mann, der unter dem Namen Charles Lee registriert war, in einem Motel in Las Vegas tot aufgefunden. Es gab keine offensichtliche Todesursache und keine Identifikationsmerkmale, bis auf ein verschreibungspflichtiges Medikament mit dem Namen von Dennis Walker drauf. Von den Autopsiefotos und den Berichten bis zu den zahnärztlichen Unterlagen gibt es meiner Meinung nach keinen Zweifel, dass es Dennis Walker war. Es gibt ein paar Theorien, warum er gestorben ist, aber niemand hat bis jetzt seine Todesursache bestimmen können. Das, kombiniert mit den fehlenden Sportsammlerstücken, hinterlässt in diesem Fall viele offene Fragen.
In den Jahren nach dem Tod von Dennis Walker tauchten ein paar Sammlerstücke wieder auf. Auch der Ring und die Uniform von Babe Ruth. Für jedes Rätsel gibt es irgendwo irgendjemanden, der die Wahrheit kennt. Vielleicht sieht derjenige gerade zu. Vielleicht sind Sie es. Wenn Sie Informationen zu diesen Unsolved Mysteries-Fällen haben, gehen Sie auf www.unsolved.com.